Ja, heutzutage ist es einfach, Fotos zu machen. Und manchmal muss man auch überlegen, was passiert, wenn man einen Fotountertitel oder eine Überschrift speziell für ein Bild anfertigt, weil das sehr stark den Inhalt des Bildes verändern kann. Das können wir in den Zeitungen sehen oder auch auf Plakaten. Bei dem Tool, wo es um die Fotos geht, geht es darum, dass die Jugendlichen hinausgeschickt werden mit Kameras und Fotos selber schießen von ihrer Umgebung. Etwas, was mit dem Thema irgendwie im Entferntesten für sie zu tun hat, auch an Text in der Stadt oder an interessanten Plätzen, Bildern, die sie ja einschränken oder aufwecken etc. Und dann kommen sie zurück mit ihren Fotos und man schaut, dass man es ausdrucken kann. Toll ist natürlich, wenn man einen Fotodrucker hat, geht aber auch mit jedem normalen Drucker. Und dann versucht man, die Bilder, die von den verschiedenen geschossen worden sind, zum Beispiel zu gruppieren. Gibt es eine Kategorie, die einem einfällt, wo man merkt, ja, diese Bilder gehören irgendwie zusammen oder ich kann das dann wieder neu aufmachen mit anderen Bildern, anderen Namen, anderen Kategorien und welche Kombinationen ergeben sich dadurch zum Beispiel von Bildern. Und die andere Idee ist dann auch, verschiedene Untertitel zu machen oder Überschriften zu den Bildern. Also auch etwas, was so in Zeitungen zum Beispiel passiert mit Sprache und Bild. Das ist besonders interessant, wenn man dann merkt, wie stark die visuelle Wahrnehmung verändert werden kann durch den Text, der dazugesetzt wird.